Das Samsung Galaxy S20 Ultra ist da. Und Ultra trifft es ganz gut. Richtig gute Kamera mit neuartigen Features, Top-Performance und auch der Preis ist Ultra. 1350 bis 1550 Euro. Wir haben das Schwergewicht für euch getestet. Samsung hat ordentlich Arbeit in die Kamera des S20 Ultras gesteckt. Das Endergebnis? Zwei komplett neue Kamera-Features und die Spitzenposition bei Aufnahmen in Dämmerlicht aus der freien Hand. Dafür hat das S20 Ultra vier Linsen auf der Rückseite. Eine Hauptkamera, einen Ultraweitwinkel, einen Timer-Flight-Sensor für Tiefenschärfeaufnahmen und einen Telefotosensor, der einen vierfach optischen Zoom ermöglicht. Die Qualität der Kamera konnte uns an sich sowohl unter Tageslicht als auch unter schlechten Lichtbedingungen voll überzeugen. Vor allem die Dämmerlichtaufnahmen aus der Hand sind absolut spitze. Auch Selfies sind super. Das Galaxy Ultra hat nämlich einen Autofokus in der Frontkamera. Die Kombination aus digitalem und optischen Zoom, der sogenannte Hybrid-Zoom, bringt euer Motiv dabei bis zu 10-mal näher heran. Der neue Space-Zoom verspricht sogar einen 100-fachen Zoom. Der ist in der Praxis aber eher unbrauchbar. Holt ihr euer Motiv nämlich mehr als 10-mal heran, schneidet das Handy nur einen immer kleineren Teil des Bildes aus. Ihr könnt also auch einfach das Bild mit 10-fachem Zoom selbst aufnehmen und dann per Hand den gewünschten Bereich ausschneiden. An der Qualität ändert sich dabei nichts. Wirklich spannend ist das Feature Single Take. Drückt dabei den Auslöser einmal. Das Ultra nimmt jetzt 15 Sekunden lang alles vor seinen Linsen auf. Danach tobt sich eine künstliche Intelligenz mit unterschiedlichen Farbfiltern und Videoeffekten, zum Beispiel Boomerang oder Zeitraffer, an eurer Aufnahme aus. Ihr bekommt danach die brauchbarsten Ergebnisse geliefert. Bei der Leistung liefert es ebenfalls ordentlich ab. Alle Animationen laufen flüssig, Ladezeiten sind minimal, mehrere Apps gleichzeitig, alles funktioniert reibungslos. Das ermöglicht der hauseigene High-End-Prozessor Exynos 990 mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher. Das ist mehr als mancher Laptop hat. Zur flüssigen Performance trägt auch das gigantische 6,9 Zoll OLED-Display bei. Das könnt ihr auf 120 Hertz stellen, wodurch doppelt so viele Bilder pro Sekunde über den Bildschirm laufen. Dafür müsst ihr die Auflösung allerdings auf Full HD lassen und könnt es nicht im scharfen QHD genießen. Die starke Leistung und das hochfrequente Display saugen natürlich ordentlich am 5000 mAh Akku. Während ihr das Galaxy Ultra bei 60 Hertz fast 12 Stunden nutzen könnt, so sind es bei doppelt so viel Hertz nur noch gut 9 Stunden. Ihr habt also die Wahl, eine flüssige Bedienung oder eine wesentlich bessere Akkulaufzeit. Mit dem mitgelieferten 25 Watt Netzteil bekommt ihr das Ultra innerhalb 1,5 Stunden komplett voll. Optional gibt es aber auch ein schnelleres 45 Watt Netzteil. Kabellos laden ist natürlich mit an Bord und auch Reverse Wireless Charging. Damit könnt ihr andere Geräte mit dem S20 Ultra ganz ohne Kabel aufladen. Auch die Ausstattung ist Ultra. Tolle Lautsprecher, Dual-SIM, erweiterbarer Speicher, blitzschnelles 4G und sogar serienmäßiges 5G. Es hat eigentlich nur keinen Kopfhöreranschluss mehr. Das Samsung Galaxy S20 Ultra ist Spitzenklasse. Das dürft ihr zum ultra hohen Preis von 1350 bis 1550 Euro aber auch erwarten. Wer es sich leisten will, bitte. Alle anderen sollten sich vielleicht nach einer etwas preiswerteren Alternative umsehen. Zwischen 1350 und 1550 Euro kostet das S20 Ultra. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Wärt ihr bereit, diesen Preis auszugeben für das Gerät oder sagt ihr, I'm sorry, aber das ist zu viel für mich? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, von euch zu lesen.